So, Freunde, geht Ganz weiter. kurze Ansage an alle. Das nächste Meeting ist das letzte Meeting. Okay. Verlöbnis arrangieren. So, erst jetzt Munster. So, das ist jetzt Mori, das muss ich annehmen. Moriland. Zack, Munster, ja. Zack, Moriland. Das Sepp. Nee, nee, nee. So, okay, ich musste kurz überlegen. Wir sind jetzt wieder drin. Hab jetzt ein Bündnis mit Moriland. Zack. Bündnis ist da. Und jetzt, ja, wird ein verleibt. I guess. Er wird mich jetzt gleich für irgendeinen Krieg fragen. Denke ich jetzt mal. Ist ja krass. Trunkenbold. Ah, so brauche ich nicht an meinem Hof. So. Max turnt hier irgendwo rum. Doll, der wird gerade von den Wikingern weggemacht. Mori, jetzt mach hinne. Ich könnte jetzt halt zu Hilfe kommen, ne? Ich könnte jetzt halt Hanno wegmachen. Ich könnte halt Hanno wegmachen. Ich könnte Hanno wegmachen. Hanno schlägt mich? Warte, Hanno wurde weggemacht, oder? Hanno wurde weggemacht, oder? Hanno ist weg, oder? Bin ich blind? Ne, Hanno ist hier. Der steht hier vor der Stadt. Hanno nimmt das halt ein. Ich könnte halt jetzt Hanno wegmachen. Ab zu Mori. Ich habe doch noch gar nicht Moris Krieg bekommen, oder? Nee, ich habe doch noch gar nicht Moris Krieg bekommen. Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass Mori was macht. Muss ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Ah. Wieso kann ich hier keine Söldner kaufen? Wieso kann ich keine Söldner kaufen? Ja, also ganz ehrlich, ich weiß halt gerade nicht, ich muss halt irgendwie jetzt Mori helfen. Gleichzeitig ist halt hier jetzt. Oh, ich kann halt leider keine. Ich kann halt nur die hier. Ja, aber die kosten zu viel.
Okay. Ich habe jetzt, habe ich nicht krasse... Wo sind jetzt meine Söldner? Wo sind meine Söldner? Wo sind meine Söldner? Ich habe mir noch gerade Söldner gekauft. Ah, ausheben, ausheben, ausheben. Jetzt mache ich sie weg. Jetzt muss gefeilt werden. Oh ja. So. So. So viel dazu. So, ich kann jetzt nicht länger warten auf dich, Mori. Mori, ich muss jetzt. Ihr haltet, ja, ja, ja. Das ist gut, 50 Gold, zack. Unabhängigkeit. Unterlegen. So, ich brauche dich jetzt, Mori. Ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich jetzt definitiv, Mori. Mori, komm, es muss jetzt sein. Geil, er kommt. Ja, scheiße. So, Henno. Alba wird halt gemacht, aber Mori muss jetzt kommen. Da kommt Mori! Da kommt Mori! Da kommt Mori! Abfahrt! Und Rohan antwortet! Rohan kommt! Rohan! Aus dem Norden! Rohan kommt! Aus dem Norden! Abfahrt! Mori! Was? Ein Rohan antwortet. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Nebenbei mache ich eine Jagd. So. Unabhängigkeitskrieg. So nicht. Zack. So und nicht anders.
Ja, wir bleiben dran. Scheiß auf deine Meinung. Alba wird mir gehören. Mori greift das da unten an. Ja, das mache ich auch. Sieht das hier drin aus? Nee, okay, ich muss da mit meiner ganzen Kraft dranbleiben. Euer Lenzia hat den Krieg gegen Oberhäuptling Henno gewonnen. Und jetzt mache ich meinen Lenzian fertig. Es wäre jetzt witzig, wenn ich Henno rufen würde in meinen Krieg. Das wäre halt legit witzig. Alter, Mori, zum Glück kam Gondor. Zum Glück, zum Glück kam Rohan. In der Stunde der Not. In der Stunde der Not. Kam Rohan. Was ist das hier unten? Wer seid ihr denn? Ah, das sind miese Ratten, sind das. Mehr ist das nicht. Es wird gekämpft bis zum letzten Mann. So. Mori, das machst du insane. Okay, danach gehe ich direkt nach da oben. Es mag der Tag kommen, an dem Sterzau untergeht. Doch dieser Tag ist fern. So, wir haben gleich. Wir haben es gleich. Nicht mehr viel. Jo, Mori macht Geisterarmee. Hast recht. Okay, Mori macht die unten weg, ich mach die da oben weg. Mori, schönes Ding. In der Stunde der Not. In der Stunde der Not. Kamori. Und verleibte sich mit mir zusammen die Sachen ein. In der Stunde der Not. Ja, Shuyoka ist gestorben oder so, keine Ahnung. So. Lenzer, es tut mir leid. Aber das, diese Tyrannei, hat ein Ende. Tyrannei muss weichen. Mori! Mori! Ja, ehrlich ist gut. Oh. Mori, mach die jetzt. Du musst die wegmachen, Mori. Ich komme dir direkt wieder zur Hilfe, sobald es geht. Mori, mach die. Mori macht sie. Mori macht sie weg. Mori macht sie. 4000 Mann. Gar kein Problem. Ich muss mich kurz zurückziehen, bin aber gleich wieder da. Da, das ist jetzt blöd. Schönes Ding, Mori. Schönes Ding. Schönes Ding, Mori. Wir holen uns hier wieder ein paar Truppen ab. Schönes Ding. So und nicht anders.
So, Sterzau wächst. Wir haben das eingenommen. Es fehlen nur noch so einzelne Kackdinger. Hier, die fliehen. Die miesen Ratten fliehen. So, die sind hier unten. Ja, ausblenden. Zack. Ja. So. Die Armee steht hier. Ich mache jetzt nochmal die Armee weg. Die Armee muss geschlagen werden. Die Armee muss geschlagen werden. 2400 Leute. Ja, ich lasse es nochmal. Ich lasse es nochmal. So. Tja, Spandau. Mori, du machst den Rest. Wie sieht's denn eigentlich mit mir aus? Ich bin Ehebrecher? Hoppala. Ist zweitrangig. Jetzt muss erobert werden. Okay, Mori macht die weg. Nice. Mori spielt sehr, sehr viel Crusader Kings. Oder hat sehr, sehr viel Crusader Kings gespielt. Alter, nice. Mori macht die weg. Schönes Ding, Mori. Gib uns die Prozente. Oh nein, ich habe eine vernascht. Aus Versehen. Uff. Ja, Mori, Ehre. Ehre im Gesäß. Schönes Ding. So. Das läuft. Das lübt, wie so mancher sagen würde. Okay, wie sieht's aus? Festmahl. Ja, machen wir. Wir brauchen wieder ein bisschen Ruhm. Willkommen, meine Freunde. Herzlich willkommen zu meinem Festmahl. Schönes Ding, Mori. Mori vernichtet die halt wirklich, einer nach dem anderen. Das Thema fasziniert mich ebenfalls. Also, ich bin froh, dass Mori gekommen ist. Weil ansonsten wäre es ein Problem gewesen. Julika ist verstorben. Oh nein. Okay, ich kümmere mich gleich um ein paar Bündnisse, etc. Verlöbnis. Leute. Ist das ein guter Deal? Ist das ein guter Deal? Ist das ein guter Deal, Leute? Ich nehme es jetzt an. Ja, Mori macht das. Ich nehme weiter alles ein. Mori regelt das. Ich habe es jetzt einfach gemacht, Leute. Ist mir jetzt so egal. Geil. So. Wie viel Fortschritt haben wir denn? 60%. Das schmeckt. Das schmeckt. Ehre 77. Okay, Mori, du machst die hier oben, richtig?
Ich nehme weiter ein. Ich nehme weiter ein. Ich glaube, das geht fix. Mori, du machst die? Versprochen? Ja, Mori kümmert sich um die hier oben. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Okay. Mori, mach die. Mach die weg, das gibt Prozente. Ja, komm hier nicht so hier. Was soll das denn sein? Kriegt aufs Maul. Einverleibt. Mori! Ah, das könnte knapp werden. Ja, die... Nee, die kommen nicht. Aber Mori kommt. Beim ersten Licht des fünften Lichtes am Osten des Nordens werde ich erscheinen. Ein Ei. Okay, Mori ist gleich da. Ja, die haben direkt Angst. Direkt haben sie Angst. Die miesen Säue. So, wir sind, glaube ich, bald König von Alba. Glaube ich. Ich bin halt ein krasser Typ. Also, ich sag, wie es ist. Heute war gut. Oh, ich habe übel viele Gefangene. Geil. Zack. Ich lasse die alle frei. Aber ich lasse die richtig bezahlen. Ich lasse die richtig bezahlen. Mori verfolgt die. Mir geht's hier unten super gut. Ich lasse die alle zahlen. Erstmal ein bisschen unabhängig. Ja, ich bin erstmal unabhängig. Ja. Ratsmitglied verstorben. Er hier. Puh, ich brauche so einen neuen Verwalter. Habe ich hier irgend... Alter, perfekt! Perfekt! Nein, es ist der Radspitze, ich bin dumm. Aber unabhängig davon. Sieg der Lahn. So. Nice, wir haben 87%. Ich habe auf jeden Fall vor, in Zukunft regelmäßig zu streamen. Wir haben gleich das hier unten. Es könnte das Ende sein, Leute. Es könnte das Ende sein. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Es ist tatsächlich nicht mehr viel. Wenn wir gleich in die nächste Besprechung gehen, ist es tatsächlich die... Ist es tatsächlich die letzte... Das letzte Gespräch. Wir haben's! Wir haben's. Wir haben's, Freunde. Wir sind unabhängig. Wir sind unabhängig. Ab jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Also... Einfallenden Königreich. Wenn ich das mache, werde ich dann König. Wenn ich das mache, werde ich König? Aha. So. Ich bin unabhängig. Ich bin nicht mehr einverleibbar. Oh, ja. Kostet viel Ehre. Ihr könnt den Titel Oberhäuptlingstum für... Kein... treuherzig. Treuherzig ist gut.
Kann ich, also nur kurz zum Verständnis, Freunde. Wartet kurz. Ich möchte euch lehnsherfig Schutz nehmen. Wer ist er denn? Ach, Mori. Kann ich jetzt Henno übernehmen? Was ist jetzt passiert? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht, was es war. Ja, ist doch gut. Mori kann gerne alles haben von mir. Ich bin eh nur so ein Blöder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich bin jetzt Vasall von Mori. Ist doch geil. Wisst ihr, wie geil Mori ist? Mori ist insane. Ich bin jetzt Moriland. Ist doch geil. Mori hat mir den Arsch gerettet. Ja, ist doch geil. Mori verleibt alles ein. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Alle sind getriggert. So, Mori. Seid gegrüßt, mein Wohl. Bitte nehmt mein übliches Geschenk. Wagt nicht viel, doch ich hoffe, es kann euch nützen. Geil. Ich bin jetzt ein Teil von Mori. Für Freiheit. Mori ist einfach ein geiler Typ. Ja, klar. Yo, danke für 200 Bits. So. Moriland. Ein Teil von Moriland. Abfahrt. Es ist so geil. Ich habe das so gelesen und dachte mir so, wie witzig wäre es. Wie witzig wäre es, wenn ich einfach sagen würde, jo, klar, gerne. Kann ich jetzt Henno einverleihen? Ich bin doch jetzt nicht mehr... Kann ich jetzt Henno einverleihen? Ja, ich könnte jetzt einfach Henno übernehmen. Ich kann das immer noch machen. Das wär so witzig. Warte mal, kurz fragen. Wenn ich das jetzt mache, wie ist er dann mein Vasall? Oder ist er mein Herzog? Oder was ist das? Er ist dann mein Vasall? So. Hat's jetzt funktioniert? Hat's funktioniert? Ich weiß halt nicht, woran ich das jetzt sehe. Er hat's nicht mitbekommen? Ich hab jetzt sein... Warte, was gehört denn jetzt mir? Wo bin ich denn jetzt? So. Hallo. Wer bringt all meine Frauen um? Was soll das? Alter, wie asozial. Ja, meine Frauen werden auch die ganze Zeit umgebracht. Angreifen. Ich hab immer noch keine Söhne, deswegen.
Ich habe gerade den englischen König umgebracht und ihm 5000 Franzosen also auf den Hals Max, gehetzt. So wäre was? Das wollte ich, oder aber Sepp. Ich kann nicht. Ich habe keinen Kriegsgrund mehr. Ich war so, ich will dir helfen, ich will. Warum kann ich hier nicht eingreifen? Sie haben keinen Kriegsgrund. Ach komm schon. Aber ich werde jetzt zumindest meine Startgrafschaft hole ich mir jetzt wieder, also meine 5000 Franzosen machen das. Ich nicht, weil ich habe ihn erst umgebracht. Jetzt ist so ein komischer 16-jähriger Bruder an der Macht. Im Übrigen, Ehre geht raus an Sterze. Was hat er wieder getan? Hat er nicht wieder gebacksteppt oder was? Nein, nee. Ich hab doch den Unabhängigkeitskrieg gemacht. War dann unabhängig. Und dann hat Mori mich gefragt, jo, willst du mein Vasall sein? Ich so, ja. Und jetzt bin ich Teil von Moriland. Alter! Was ist denn das? Er übernimmt ja alles. Was ist das denn? Und jetzt gehen wir einfach für die Weltherrschaft. Ich hab das so gelesen und dachte mir so, Alter, der hat mir gerade so in den Arsch gerettet. Klar, warum nicht? Ja. Ich habe ihm auch gerade einen Platz in meinem Rad angeboten, das wollte er irgendwie nicht. Oh, echt nicht? Ja, ist ja auch voll doof. Also, da muss man arbeiten. Kann ich nochmal machen. Nee, aber du kannst, also musst nicht. Ja. Aber ich, auf jeden Fall, Ehre geht raus. Du kannst mich zu jedem Krieg jetzt jederzeit dazu. Du hast nicht zufällig einen Kriegsgrund gegen England, weil die sind jetzt gleich komplett am Arsch. Das Problem ist, ich habe halt nur einen Anspruch auf diese eine winzige Grafschaft. Wenn irgendwer jetzt aber gerade sich an den Ländereien von England gütlich tun will, also die ich könnte gleich ihre ganze Armee verlieren. Also ich kann nur Herzogtum erobern, sonst... Also ich frage mich jetzt gerade, Leute, England, was bin ich jetzt für Henno? Ja. Was habe ich gerade gemacht? Das ist das letzte Meeting. Stimmt. Wir spielen hier nach nicht mehr weiter. Oh. Wir sind ja auch schon über anderthalb Stunden drüber. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja 6 Stunden angesagt. Ich dachte, wir machen jetzt noch eine halbe Stunde bis 20 Uhr, sorry. Mir wurde gesagt, es ist jetzt das letzte Meeting. Ja, hatten wir vorhin ja auch gesagt. Ich hab nicht verstanden, ich habe niemanden gehört. Was wurde gerade gesagt? Das letzte Meeting. Also letzte hier nach dem Schluss. Deswegen würde mich mal interessieren. Ja. Sorry. Wir haben ja jetzt die neuesten Ereignisse ein bisschen abgedeckt gerade mit Moriland. Ich würde erstmal sagen, so fazitmäßig, ich fand es überraschend, wie gut alles heute funktioniert hat. Also ich hatte den Eindruck, dass formattechnisch, ne, ist ja auch das erste Event dieser Art. Ich hatte echt viel Spaß. Klar, bei mir lief es überhaupt nicht, aber gut, ne, ist halt so. Aber ich hatte das Gefühl, alle hatten Spaß. Es war ein bisschen drunter und drüber, ne? und viel Gepiesacke, aber gehört ja auch, ist das Game. So ist einfach ist ja der Sinn Game der Sache. Of Thrones, genau. Und von meiner Warte aus, ich fand es ultra geil. Same. Ja. Es war also ultra witzig. Zeit verging wie im Flug. Jo. Ja. So was von. Ja, heftig. 19.30 Uhr fast. Ja. Das ist wirklich crazy. Also ich war am Anfang ein bisschen hart überfordert, muss ich sagen. Aber jetzt... Also das Ding ist, ich bin ja nun relativ Neuling. Und ich muss sagen... Hab ich gar nicht gemerkt. Ich muss sagen, ich hatte heute richtig Spaß. Weil ich hatte das Gefühl, irgendwie... Ich habe mich die ganze Zeit aus allem so irgendwie rausgehalten, aber auch nicht. Und ich bin ganz gut klargekommen. Und jetzt bin ich einfach... Teil vom Moriland. Alter, look at me. Alter, Moriland ist gigantisch. Ja. So ein Bedürfnis, dieses Moriland niederzureißen. Oh. Das war einfach wunderschön. So ein Bedürfnis, da einzuholen. Ja, in der nächsten Session morgen dann, ne? Ja, wir speichern und morgen dann. Ich hatte so in der Mitte ein bisschen ein kleines Tief, wo ich da mit einer Grafschaft da saß und nichts mehr machen konnte, aber... Aber du hast dich gut zurückgekämpft, ne? Ich habe ja dann heldenhaft mich nochmal... Und natürlich auch Props gehen raus an meine noble Lehnsherrin Pia, die das wirklich viel fieser hätte ausnutzen können, was bei mir alles schiefgelaufen ist. Stattdessen, und darauf will ich auch nochmal hinweisen, ist jetzt König Mauritius der wahre König von Wales gerade. Und er ist ein schlauer Pilger und ein brillanter Stratege und seine Genie-Tochter ist mit meinem Erben verheiratet. Ja. Also, ich bin eigentlich recht zufrieden damit, wie es jetzt letztlich läuft. Die Franzosen brechen gerade wie eine Welle der Vernichtung über das unsägliche Königreich England rein, dessen König tot zu meinen Füßen liegt. Schön. Also es war ein geiler Tag, was will ich sagen. Ist so. Oh ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat riesen Spaß gemacht, es war einfach, war nice. Ja, also ich muss eine Sache sagen, dass du Beischlaf bei meiner Frau hattest, Papo, ganz am Anfang. Ja. Fand ich blöd, ich hab's bei deiner Frau versucht, hatte dann tatsächlich den Versuch, aber es hat dann leider nicht funktioniert. Ich sitz grad an Moris Frau dran. Ja, wer bringt die ganze Zeit meine Frauen um? Also. Ja, Max wollte meine auch wieder beischlafen, dann habe ich sie einfach verstoßen, schwanger, also gut.
Da machst du dann auch nichts mehr. Also. Da machst du nichts, das ist halt blöd. Eine Sache, die ich noch als Gedanke zum Format hatte während des Spielens, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wir hatten ja jetzt immer diese Achtertreffen. Ich fand zwischendurch, es gab ja immer wieder so Leute, die so zu zweit oder zu dritt gemeinsam was gemacht haben. Zum Beispiel ich mit Pia in einem Dauerchat wäre, glaube ich, eine Weile lang sinnvoll gewesen, wenn der Krieg gegen England läuft zum Beispiel oder sowas. Ja. Und das stört ja auch bei niemandem jetzt den Stream, wenn ein oder zwei andere Personen derweil zuhören. Dass man rüberwechseln darf, ja. Eine Idee tatsächlich von. Ich lustig fand, dass man es nicht konnte, weil du halt die ganze Zeit dann in diesem, fuck, ich will irgendwie was reden, aber ich kann nicht und oh Gott, vielleicht hoffentlich versteht er jetzt, was ich meine. Ja. Das fand ich aber auch lustig. Ich finde dieses Feeling von, man sitzt in so einem Rad zusammen alle halbe Stunde, ist halt, weil da konnte man sich so auslassen. Warum hast du das gemacht und was, warum greifst du mich an, Sterzig? Also eine Idee war, die wir am Anfang hatten, was wir aber verworfen haben, dass man so Treffen hier an einem Discord-Mod quasi beanschlagen kann. Hey, ich will mich jetzt mit dem treffen. Mhm. Dass man das so zwischendurch immer machen kann. Der verschiebt einen dann in den Raum zusammen. Aber ja, dann gibt es halt viele Absprachen. Also es wäre ein ganz anderes Game, so denke ich. Ja, also, vielleicht sollte man das machen, damit man darf. Kann man mal auch ausprobieren. Vielleicht wir wollen es jetzt erstmal so machen, weil es, glaube ich, einfach eine andere Dynamik dann. Ja. Es wäre ein bisschen mehr nochmal Spieler gegen Langteil Spieler gewesen. Wahrscheinlich, weil Leute ein bisschen mehr noch fiese. Und ich fand das jetzt eigentlich ganz cool, muss ich sagen, dass es nicht so ein Hardcore-PvP-Ding war. Also gab es ja schon auch, aber das ist schon auch so ein bisschen gemeinsam gegen die KI mal, gegen Schottland und sowas, jetzt gegen England hier und so. Dass es nicht nur so darum ging, sich gegenseitig so sehr abzuziehen, wie geht. Fand ich auch ganz nett eigentlich. Das stimmt. Vielleicht kann man das ja auch so machen, dass man irgendwie nur ein Meeting mit einer einzelnen Person pro Session oder pro Tag irgendwie einberufen kann, dass man irgendwie einmal sagen darf, pro Jahr, pro Tag oder, also ich meine, pro Spielsession, die wir haben, jetzt wie heute zum Beispiel, kann man irgendwie ein- oder zweimal sagen, okay, ich möchte mich jetzt mit dem unterhalten. Vielleicht kann man ja sowas auch machen. Da hat man eine Begrenzung und muss sich ganz genau überlegen, ob man das jetzt macht. Mhm. Vielleicht, ja. Wer hatte jetzt alle Frauen ermordet? Max! Anni, es war Max. Ich habe die ganze Zeit aufgedeckt, was Max alles getötet hat und ich kam nicht hinterher mit dem Aufdecken. Also, mein Gott. Es muss auf jeden Fall was dabei gewesen sein. Ich habe nur eine Person getötet, aber es war der König von England. Also bin ich doch vier Ehefrauen. Vier. Innerhalb der letzten 10 Minuten. Ja, ist halt echt so. Also ich habe niemanden getötet. Ich habe nur KI getötet. Kann jemand meine Töchter töten? Kann jemand meine Töchter töten? Ja, also bis auf die Älteste alle. Ja, ist doch jetzt egal. Lass sie doch wieder ein. Sterzig, möchtest du Odin frönen? Odin anbieten? Mori, ist vorbei. Ist vorbei, Mori. Mori, Nein, also, er will die Welt erobern. Hättest du mich jetzt richtig nach Macht. Hättest du mich das jetzt im letzten Meeting gefragt, hätte ich gesagt, yo, alles, was du willst, Mori. Gerne, aber Odin klingt nice. Ja, aber der Chat fragt halt. Also, der Chat meinte, ich soll dich nach Odin fragen. Ja, also ja, generell sehr gerne. Ich auch richtig viel gute Sachen. Den ganzen Tag schon. Herrlich. Es war wunderschön, Leute. Ja, danke schön für den schönen Tag. Cool. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann auch von meiner Seite aus vielen Dank. Vielen Dank auch an Paradox, die für die Idee empfohlen hat. Ja, von uns allen. Schön. Von uns allen. Schaut ihr auch gerne, ihr Zuschauer da draußen, mal bei Crusader Kings rein. Ist ein sehr belohnendes Spiel. Macht aber süchtig. Ja, Obacht. So. Also, wir haben heute alle gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Also, das frisst. Super nicer Grind. Macht das echt Bock. Ja. Wir haben, glaube ich, alle im Twitch-Panel unter dem Kanal. Da könnt ihr einfach draufklicken oder im Chat gibt es auch einen Command. Weiß ich nicht, je nachdem, wer das wie eingerichtet hat. Schaut doch mal vorbei. Und ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Sowohl die Zuschauer als auch hier die Teilnehmer. Ihr habt euch echt gut geschlagen. Ich habe die letzte halbe Stunde schon ein bisschen Fazit gemacht für meine Zuschauer. Teilt sehr gut vorbereitet. Gerade Sterzig und Papo dachte ich eigentlich, ist völliges Fiasko. Ja. Aber lief. Teils, ne? Teils. Chris, du hast ja glaube ich, also letzte Nacht durchgemacht oder so, ne? Hierfür. Ja, vorletzte Nacht. Das ist so krass. Am Anfang schon gespielt, ich habe Irland eingenommen. Und schön. Nice. Schön, schön. Gut, dann verabschiede ich mich. Und würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir gucken mal, ob wir das nochmal machen irgendwann. Ja, sehr gerne. Und votet auf Twitter noch für das beste Kostüm, habe ich noch gesehen. Ja. Ah, ja, gerne abstimmen. Oh ja. Stell mich mal hin. Ja. Ja, auf, genau. Hashtag Among Kaku, King and Queens aller. Müssen wir bei Twitter ein bisschen abchecken. Mache ich gleich auch, ob es da ein paar Clips gibt.
Und anscheinend gibt es eine Abstimmung, wer das beste Kostüm hat. Ich weiß gar nicht, wie eure Kostüme aussehen, ey. Also, ja, das können wir uns jetzt auf Twitter angucken. Das können wir uns bei Twitter angucken. Also ich habe zumindest hier einen Zepter und einen Reichsapfel. Also wenn ihr gerade Apfel auf Twitter, Leute, will ich bitte nochmal das hier in die Kamera halten. Wow. Das ist das. So sieht halt König Mauritius von... Ich habe mich ja richtig verkleidet. Oh, Mauritius cool. ist König geworden. Ich habe noch nicht damit gerechnet, dass ich ihn nicht steuern würde. Aber... Gut. Ja, nicht gut. Okay, ich klinge mich dann aus. Sam. Jo, und schönen Abend euch noch, ne? Schönen Danke. Abend. Tschüss. 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 Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, Leute, das war's, Chat. Ich möchte mich auch nochmal so von euch verabschieden. Es war mir ein Fest. Ich dachte nicht, dass ich heute so viel Spaß haben würde. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Anspannung vor heute, weil ich gegen halt so Max und so spiele. Es war ein Traum. Mir hat es riesen Spaß gemacht, tatsächlich. Ja, kann man nur so sagen. Sehr gerne, immer wieder. Was soll ich sagen? Es war krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut neben den anderen performe. Ich dachte eher so, ich mache den Henno und bin halt die ganze Zeit ein kleiner Fisch, aber Sterzhaus ist riesig geworden. Ich sag, wie es ist. Das war schon, also das war tatsächlich, das war nicht schlecht, würde ich sagen. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Was kann ich noch sagen? Ich werde jetzt versuchen, mein Gesicht zu waschen. Ja, und wir raiden, wen raiden wir denn? Ja, Leute, mögt ihr alle Phasmophobia? Kalle oder Mazard raiden? Kalle? Kalle Rain? Raid mal Luna. Die beiden sind ja online. So, ich werde jetzt einfach mal auswählen. Ich glaube, beide werden sich gleich freuen. Kalle spielt halt WoW. Das ist halt überhaupt nicht meins. Wen machen wir denn? Papo? Ich könnte Hand of Blood raiden. Hä? Den Henno? Wir raiden den lieben Henno, wa? Komm. Wir hauen uns bei der lieben Mazard rein. Die ist gerade on. Und ja. Was soll ich sagen? Henno ist off. Ja, ich weiß. Ich habe euch alle lieb. Es war mir, wie gesagt, ein Fest. Vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare und dass ihr mein Outfit, ne? So, es war super. Also, gönnt euch, habt noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Ich werde mir jetzt mein Gesicht waschen. Haut da rein, ne? Geht mal alle in den Raid und dann gucken wir einfach mal. Die freut sich bestimmt. Genau. Wir warten noch kurz. Ihr seid alle dabei. Ehre. Und ja, ich werde gucken, wie ich das mache mit dem VOD auf YouTube. Vielleicht gibt es da so ein kleines Best-of zumindest. Vielleicht schneide ich da was zusammen. Und hau da rein. Ne? Tschüss.